Ja, nette Leute, und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal einen älteren Livestream an von 2020. Und zwar ein Best-of, keine Angst. Ich weiß nicht genau, was in diesem Leak passiert, aber ich habe durchgeskippt, einfach um zu hören, einfach was der Grundtenor dieses Videos ist. Und ja, die Mitte, die Richtung Ende hat mich sehr mad gemacht. Sagen wir einfach mal so, also mit Doppel-T. Ja, ich denke mal, es wird das ganze Video darum gehen. Lasst euch überraschen. Wir starten rein. Wir schauen bei Winklers Liste 2, links in der Beschreibung. Ist ein älteres Archiv, ne? Da könnt ihr tausende gefühlt Best-of-Sachen hören. Es sind, glaube ich, hunderte. Also ja, wir starten rein. Vielleicht nochmal als kleiner Disclaimer: Rainer isst am Anfang, also wer Rainer nicht essen sehen kann, sollte vielleicht ein bisschen vorskippen. 20 minutes later. So, hallo zusammen. War ein Fangeschenk tatsächlich. Normalerweise trage ich keine Poloshirts, aber wie schnell du das gesehen hast, krass. Das Ding ist, um dieses Shirt ranken sich viele Mythen. Viele meinen, es wurde von Kevin Volta geschenkt, glaube ich nicht. Das Interview war ja, glaube ich, später. Das hier war, glaube ich, vor Corona, glaube ich sogar. Und Kevin Volta war während Corona, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, die wildesten Theorien werden gemacht, woher dieses Shirt kommt. Ich glaube, er hat sich einfach selbst gekauft, gesagt, das war ein Fan. Hat natürlich immer getragen, um, ja, in der Hoffnung, dass jemand ihn darauf anspricht. Pullover ist auch von Universo. Ich weiß nicht, ob das auch eine bekannte Marke ist, keine Ahnung. Ich kenne auch Lacoste nicht. Ich habe für so Markenzeug nichts übrig, ehrlich gesagt. Aber es ist bequem, muss man sagen. Dreimal, hurra! Ich muss das einfach fragen, ne? Wenn ihr Sachen esst, die ihr, auf die ihr wirklich richtig Bock habt, ne? Nicht nur um Hunger zu stillen, sondern einfach, ihr habt da richtig Bock drauf, ne? Ihr habt sogar was gekocht oder so. Schlingt ihr? Also knallt euch das Zeug einfach rein, bis weg ist? Oder nehmt ihr so kleinere Häppchen, sag ich einfach mal, ne? Vor allem ist mir eingefallen, weil Rainer gerade Speck isst, wenn ich mir Speck brate, ist er meistens nur ein paar Scheiben oder so. Ist da nicht viel Fleisch, was man da brät. Ich fress die Dinger niemals, also wirklich so gut wie nie, im Ganzen einfach weg. Weil das dauert 5 Sekunden und dann war's das. Ich reiß die immer in kleinere Stücke und esse die dann so. Bin ich unnormal oder ist das weiter verbreitet? Fragen über Fragen. Na. Ich stream bis 12, vielleicht bis 12:15 und dann zocke ich WoW. Momentan nimmt es meine ganze Zeit ein, es tut mir echt leid. Es ist alles ein bisschen nervig. Ich frage mich nur, welche Zeit, weil ich meine, er arbeitet ja 15 Stunden am Tag. Ungefähr 4 Stunden schläft er. Da bleibt nicht viel Zeit übrig dafür, ne? Niemand isst Eier so geil wie ich, Alter. Guckt euch das an. Das ist doch voll die Verschwendung, oder? Ich meine, ihr bratet das Ei mit all eurer Liebe und es ist in 10 Sekunden weg. WoW im Stream zu zocken, habe ich neulich probiert. Das war eine Katastrophe. Aber es wird sowieso nicht lange weitergehen, weil Shadowlands brauche ich nicht zocken. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass auf der Amazon-Wunschliste auch ein Ding ist. Werbung machen. Ihr wisst das auf der Amazon. Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass auf der Amazon-Wunschliste eine. Vielleicht bevor ihr das Thema wieder wechselt. Die WoW Gaming Streams, die waren perfekt. Hunderte, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Dutzende Leute sind ihm nachgelaufen, nachgerannt, haben ihn Mobs geklaut, Loot geklaut. Er war so sauer. Ich weiß nicht, ob man es findet auf YouTube, aber einfach mal einen Download WoW oder so eingeben. Mache ich später auch mal. Vielleicht kann man da ein bisschen was zu machen. Auf jeden Fall sehr witzige Streams. Eine Blizzard-Karte, zwei Blizzard-Karten für 50 Euro sind, liegt daran, dass ich den Monat keine Kohle mehr habe für WoW. Das heißt, ich habe jetzt nur noch, wartet mal,
Ich habe nur noch etwa 20 Tage oder so. Wartet mal, ich schau mal eben nach. Nicht einmal, ich habe noch 19 Tage zum Zocken. Wenn ich keine Karte habe oder so, kann ich mir keinen neuen Monat kaufen, beziehungsweise kann ich mir auch Shadowlands nicht kaufen, weil ich das immer noch nicht besitze. Ich habe eigentlich gedacht, ich hab's, habe ich aber nicht. Das heißt, spätestens da ist dann sowieso wieder Schicht im Schacht, leider. Aber ich habe überlegt, WoW-Streams zu machen, WoW-Aufnahmen zu machen, was ich so treibe aktuell. Und der Gilde habe ich ja auch. Du musst dich mal vorstellen, er sagt, ist ein bisschen geschnitten, ja, aber ein paar Minuten höchstens, dann Leuten, jo, ich hoffe, dass halt kaum was kommt, aber ich bin so süchtig nach WoW, richtig schlimm. Um dann ein paar Minuten später darum zu betteln, dass man doch bitte WoW bezahlt bekommt, damit man weiter spielen kann. Aber wenn die das doch spenden, dann macht Rainer ja weniger für YouTube. Das ergibt nicht viel Sinn. Meine Haare sehen immer so aus. Ich lasse es jetzt wieder rauswachsen, ne? Und der Iro wächst halt mit raus, ne? Ich bin daheim, warum soll ich Manieren zeigen? Wollen wir zuschauen? Ja, schon klar. Ich esse es mit Fingern, weil ich einfach zu faul bin, mir jetzt eine Gabel zu holen. Obwohl, ich habe sogar einen da liegen, glaube ich. Beziehungsweise wieder ganz lang wachsen lassen. Das wollte ich schon so oft wieder. Ich würde gerne, aber ich verspreche nichts, weil ich weiß es einfach nicht. Verstehen geblieben. Ich fand lange Haare besser. Das sagen so viele zu mir, dass es mit langen Haaren besser aussah. Was gibt's heute zum Mittag? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht überlegt, was ich mir zum Mittag mache. Ich finde den Style mega cool. Eigentlich müsste man es ja so machen. Dann bin ich lieber der Frauenschwamm als der Schuljunge. Dass ich ein Schuljunge bin, ist Jahre her. Das reicht mir. Glaub mir. Wenn jemand Bock hat, wir brauchen noch ein paar Leute für Raids in der Gilde, in WoW. Falls jemand von euch WoW zockt und Bock hat, in die Gilde zu kommen, mit einem großen Char, wir haben momentan viele kleine Chars, die wir natürlich, denen wird natürlich helfen, auf die Beine zu kommen, aber es wäre nicht schlecht, wenn wir noch ein paar Leute hätten, weil die anderen wollen auch ein paar Raids machen und so, vor allem jetzt, wenn Shadowlands losgeht. Wenn ihr so Bock habt und noch wechseln wollt, meldet euch mal bei Asok oder so im Discord. Bin schon drin. Nice, bist also auch ein Drachi-Crew-Mitglied oder Clan-Mitglied. Ich weiß nicht, also ich sag's mal so, wenn ich die 50er-Karte hätte, dann könnte ich mir Shadowlands inklusive Zeit holen. Nee, ich bin momentan bei dem Wetter, bin ich immer irgendwie verschnupft, ich weiß auch nicht. Kaffeepads habe ich übrigens auch noch, wir sind auch auf der Wunschliste. Ja. Die Wunschliste, ne? So eine schlimme Zeit. Naja, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Wie gesagt, momentan ist die Wunschliste so vollgepackt, weil die Hater abgefuckt werden sollen dadurch. Und das hat gut funktioniert bisher. Die Hater drehen total am Rad, Alter. Weil da alles Mögliche an Scheiß drauf ist. Natürlich, alles, was da drauf ist, kann ich durchaus gebrauchen. Aber es ist natürlich ein bisschen übertrieben, was da drauf ist, so. Der elektrische Rasenmäher oder so, oder der elektrische Staubsauger. Also der automatische, meine ich. Die Hater gehen momentan ab und wir lachen uns im Discord den Arsch ab. Das ist einfach nur geil, Alter. Sie drehen komplett hohl momentan. Das ist voll übel. Und das meine ich, ne? Ihr müsst euch mal vorstellen. Hallo? Ich hab gesagt, stopp. Mensch, darfst du nicht zurückschreiben. Müsst euch mal vorstellen, ihr seid Drachi, ne? Ihr schickt Rainer Sachen und am Ende sagt Rainer euch mitten ins Gesicht, auch wenn er das am Ende versucht zu retten, und sagt, jo, alles, was draufsteht, brauche ich schon irgendwie, aber ja, ein bisschen Hater ärgern. Sagt euch ins Gesicht, jo, ich packe das eigentlich nur drauf, weil ich einerseits süchtig nach dem Zeug bin und zweitens, um die Hater zu ärgern. Wir lachen uns im Teamspeak, ja, im Discord, ja so den Arsch ab. Aber eigentlich lacht er über Leute, die es schicken, und über die Hater. Scheint aber leider keiner von den Leuten gemerkt zu haben. Sogar ein paar E-Mails gekriegt. Du bist voll die arrogante Sau, ey, voll geldgeil. Hast über 5000 Euro Gesamtpreis auf der Wunschliste. Voll? Schaut euch dieses. Warte, ich bin wieder zurück. Auf der Wunschliste. Voll? So, das seht ihr gerade, nachdem ihr die Palette für 40 Euro
die Palette Energy für 40 Euro an Rainer geschickt habt. Das ist der Dank dafür, dass er sich mit eurem Geld über Hader versucht lustig zu machen. Ich habe bis heute nicht verstehen, warum Leute ihm wirklich Sachen geschickt haben. Es gab auch einen Leute, die ihm Sachen geschickt haben, einfach wirklich, um ihm was Gutes zu tun, ne? Mann, Mann, Mann. Das Coole ist, ich kann euch das sagen, weil es wird sich nichts daran ändern, die werden trotzdem hohl drehen. Obwohl ich sage, dass ich sie verarscht damit. Es ist einfach stumpf, ey. So, einen Song machen wir noch, dann gehe ich offline. Die WoW-Sucht zieht. Ich dachte, du magst keine Schokolade. Warum hast du denn... genau aus dem gleichen Grund. Weil es dir jeder abfuckt, weil ich sage, ich mag keine Schokolade. Düben mit Device-Geräten und dabei zwischendurch eine Milka. Also ich kenne Snowfront. Ne, logisch, wenn dann. Richtig. Werde die Oculus Quest 2 etwas. Oculus Quest, warte mal, das muss ich erstmal googeln. Ja, wie gesagt, ne, absolut abartig von ihm. Finde ich auch selbst für Rainers Verhältnisse, ne, was schon sehr ausgedehnter Begriff ist, für Rainers Verhältnisse schon wirklich abartig. Auch noch in so einem Mitgliederstream, ne. Viele Leute davon, die ihm wirklich was schicken, weil sie es gut mit ihm meinen, sitzen da gerade. Dann denken sich, boah, dieser Fettsack, ne, ich schicke dem da vielleicht sogar mal meine letzten Euros, die ich noch hatte oder so, was auch immer. Und der braucht es eigentlich gar nicht so wirklich, sondern für ihn ist es wichtiger, dass die Hater davon genervt sind, als dass diese Geste gekommen ist von dem Zuschauer. Mann, Mann, Mann. Genau, ich könnte mal den Oculus Rift aufsetzen, ne? Ach, das ist sogar eine Ding. Hey, als ob das Ding bloß 12 Euro kostet. Das ist hundertprozentig nichts Richtiges. Naja, muss mal gucken. Draufsetzen kann ich es, bekommen werde ich es nie. Das Ding kostet ja fast 1.000 normalerweise. Obwohl das Zeug, was ich hier sehe, bloß 20 Euro kostet, aber das wird wahrscheinlich nichts Echtes sein, es wird wahrscheinlich irgendwie so ein Fake-Teil sein. Ich habe mir das mal gekauft und hatte dann, ich glaube, das hier war es sogar, mir gekauft und dann war das Problem hinterher, dass ich das mit meinem Handy hatte und das war, man muss das Handy reinklemmen. Was der Witz ist, dass es das mit dem Handy hier nicht einmal funktionieren würde, weil das Handy zu groß und zu dick ist dafür. Muss man doch mal anschauen. Na, ich würde ja auch gerne mal ein paar Spiele spielen und Let's Playen mit der Oculus, aber... So ist es halt im Moment so, ne? Ich habe momentan auch schon soweit vorbereitet, das wird auch die nächsten Tage dann kommen, dass das Lego-Video habe ich jetzt endlich auch gerendert. Das habe ich immer noch nicht hochgeladen, aber ich habe es endlich gerendert. Ich werde heute oder morgen dann noch ein Quatsch-Video drüber labern und also was drüber labern und Musik drüber hauen und es dann hochladen. Ja, man kann nur zuschauen, wenn man in der Gilde ist. Es hat aber den Vorteil, es hat aber den Aspekt dahinter. Erstens mal streame ich nicht jedes Mal, wenn ich im Discord bin, auch wenn das momentan so aussieht. Und zum anderen ist es so, dass man nur zuschauen können soll, wenn eben nicht hinterher tausende Restreams oder so ein Schwachsinn dann auftauchen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht ja auch mit WoW-Suchten, wie ich momentan, oder vielleicht was anderem. Ja, ein Video mit zwei Highlights. Erstmal das, dass er einfach Geld von seinen Zuschauern erbetteln will. Obwohl das, wofür er das Geld ausgibt, dafür sorgt, dass er viel, 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 viel weniger Zeit für YouTube und so weiter hat. Und ich bin mir sicher, ich weiß nicht genau, wie lange diese WW-Zeit ging. Sie hat ja vor einem Jahr ungefähr nochmal angefangen. Geht wahrscheinlich bis heute noch. Aber es gab bestimmt die ein oder arme Sau, die ihm diese Karte wirklich gekauft hat für 10 bis 50 Euro. Das ist immer so, ne? Wenn man dreist ist im Internet, man kommt immer durch, ne? Wenn man einfach nur dreist ist, weil du so viele Leute theoretisch erreichst, bei irgendwem wird es klappen. Naja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst natürlich wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Klickt gerne auf eins der beiden Videos, die ihr gerade seht. Und dann sehen wir uns. Haut rein.